Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zu Let's Play Stalker Clear Sky. Zurück zu Let's Play Stalker Clear Sky. Ja. Nee. Was brauchst du, Söldner? Was brauche ich? Ich wollte noch mit dir reden, ne? Also, erzähl mir mehr über deine Fraktion. Unsere Fraktion heißt Wächter. Warum, fragst du? Nun ja, ziemlich einfach. Wer außer uns soll denn sonst über die Zone wachen? Es liegt in unserer Verantwortung, die Zone und alle ihre Auswüchse zu bekämpfen. Viele unserer jetzigen Mitglieder haben als gewöhnliche Stalker angefangen. Sie wollten einfach schnelles Geld machen. Aber als sie von den Schrecken der Zone genug hatten, wussten sie, dass die Zeit zum Handeln gekommen war. Wenn es sein muss, ist es besser, das eigene Leben zu opfern, als diesen Mutanten zu erlauben, sich bei uns einzunisten. Es ist eine Schande, dass nicht alle Stalker so denken. Und noch viel schlimmer ist es, dass wir gegen solche Idioten kämpfen müssen, damit die Zone nicht weiter wächst. Was macht ihr Jungs so? Das Forschungsinstitut Agroprom befindet sich in einer strategisch günstigen Lage. Von den unterirdischen Tunneln ganz zu schweigen. Naja, auf jeden Fall haben wir dort vor einiger Zeit ein Programm zur Erforschung der Zone gestartet. Zuerst haben wir die Anatomie und Physiologie der Mutanten untersucht. Oder anders ausgedrückt, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, sie leichter töten zu können. Das war eine lange, ermüdende Forschungsarbeit, bis wir zufällig im unterirdischen Teil von Agroprom auf einige Dinge gestoßen sind. Einige sehr interessante Dinge, muss ich sagen. Wovon redest du? Geheime Experimente zur Gedankensteuerung, die in Sowjetzeiten durchgeführt wurden. Kannst du das glauben? Die Jungs hatten dabei offensichtlich großen Erfolg. Sie haben es sogar geschafft, einfache Befehle in die Gedanken von Tieren einzupflanzen. Das lässt uns vermuten, dass irgendjemand oder irgendetwas die Mutanten kontrolliert. Und diese Theorie wird von allen unseren Daten bestätigt. Sobald wir einen Unterschlupf der Mutanten ausheben, schlagen sie mit Blutsaugern oder einem Rudel von Pseudohunden zurück. Je schneller wir sie vernichten, desto schneller greifen sie uns an. Das kann kein Zufall sein. Und ich glaube einfach nicht an solch eine Kette von Zufällen. Es muss mehr dahinter stecken. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir von der Zone. Ach, jetzt redest du nicht mehr, ne? Die Zone ist wie ein Geschwür im Körper des Planeten. Manche Idioten halten sie für ein Geschenk. Sie sagen, dass die Zone uns all diese tollen Dinge beschert hat. Schau dich mal um. Nachts wirst du von Mutanten angegriffen. Klingt das nicht wie ein Geschenk? Eine Anomalie reißt dich in Stücke. Ist das etwas Tolles? Nein, verdammt. Die Zone ist eine Seuche und wenn wir nicht sofort den Kampf mit ihr aufnehmen, wird sie uns alle vernichten. Aber ihr benutzt doch selbst Artefakte, oder nicht? Im Krieg muss man halt zu allen Mitteln greifen. Ich habe kein Problem damit, die Waffen des Feindes gegen ihn selbst einzusetzen. Immerhin sammeln wir die Dinger ja nicht zu unserem Vergnügen, oder? Mit einem durchschnittlichen Artefakt kann man 2 oder 3 neue Waffen und Munition dazu kaufen. Und mit diesen kann man dann jeden Tag ein Dutzend Mutanten abknallen. Aber wie kann man die Zone endgültig besiegen? Das ist genau die richtige Frage. Ich weiß nur, dass uns die Zone verschlingen wird, sobald wir aufgeben. Es ist unsere verdammte Pflicht, diesen Kampf fortzusetzen. Wir führen hier einen Krieg, um unser gottgegebenes Recht auf diesem Planeten zu leben. Wir untersuchen die Zone schon seit Monaten und ich kann dir eines versichern. Die Zone lebt. Sie lebt und muss daher einen Schwachpunkt haben. Wir müssen ihn nur finden. Was hast du im Angebot? Einverstanden. Nichts Interessantes. Pass auf dich auf! Gut. Ja, und hier sieht man wieder auch logische Argumente, gegen die Zone zu kämpfen. Im Gegensatz zu den logischen Argumenten der Freiheit, versuchen mit ihr zusammenzuleben. Ist halt wirklich knifflig, wenn man sich das mal so überlegt. So, bevor ich meine Rüstung reparieren lasse, gucke ich mal. Moment, ich habe ja da Speicherstick-Daten bekommen. Mal gucken. Aber nicht dafür. Was habe ich denn alles? Oh, ich muss auch ein paar Sachen verkaufen. Maximalen Schutz gegen kleine Handfeuerwaffen.
Galaxieschutz. Okay. Ich will gucken, ob hier schon eine schöne... Was geht, Chef? Eine schöne eine schöne Rüstung für mich zu finden ist, ob ich die schon kaufen kann. Aber wahrscheinlich wird mir erstmal das Geld dazu fehlen. Mein Mikro ist ein bisschen im Weg. Ich sehe die Tastatur nicht so ganz. So. Ne, hat sich wieder. Ich habe so einen provisorischen Schutz um mein Mikro gemacht. Der ist leider etwas sperrig. Was gibt es? So, was hast du für Angebote? Achso, was hast du im Angebot? Wie viel soll das kosten? Was ist da eigentlich drin? Nee. Du verlässt uns? Also ein Silversuit könnte ich mir anscheinend schon holen. Also, wenn ich das Geld hätte. Jetzt ist nur die Frage, will ich den oder nicht? Ich hätte ja am liebsten einen anderen. Ach nee, haben wir ja jetzt. Ach, da muss ich auch gleich mal gucken. Nee, Feuerrate, Rückstoß. Das ist das Falsche. Das ist die Falsche. Moment. Ja. Unsere AKM ist momentan noch besser. Noch schlechter als die. Oh nee. Hat man denn? Okay, tschüss. So, dann weg damit. Doch, eine behalte ich mir noch. Weil ich hoffe, dass ich auch noch eine unmodifizierte AC-96-2 finde. Oder anders gesagt, eine Obo-Kaban, wie sie noch im letzten Teil hieß. Ja, ich wollte die Chase, nicht die Chaser behalten, die Spaß behalten. Ja, ich weiß, dass sie SPSA heißt hier, aber ich glaube, in echt heißt sie SPAS oder so. Also nenne ich es einfach Spaß. Spaß, hab Spaß mit der Kanone. Die weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht, das weg. Ja, ich behalte immer diese beiden Munitionsarten. Das sind die häufigsten, die man findet. Und gut ist. Nee, ich würde gerne wirklich nur so als Seitenwaffe dann vielleicht doch mal die behalten. Aber ich will sie ja... Ach ja, hast du die vielleicht? Nee. Du hast noch so gut wie gar nichts. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen freundlicher mit den... Wieso kann ich das nicht verkaufen? Ach so, weil es NATO-Sachen ist. Ja. Weg damit. So viele Schalldämpfer brauche ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die ganzen Sachen entladen habe, aber jetzt ist es mir auch egal. 62 noch. So, damit habe ich 400. Wenn ich, dann könnte ich hier auf 300 runtergehen, ne? Das sind gerade mal 3 Kilo. 3 Kilo an Muni. Allerdings behalte ich auch relativ viele Waffen, muss ich dazu gestehen. Was sind das denn? Pistolen? Ich muss mal gucken, wo ich die alle überhaupt abgeben kann. Meine Güte. So, den brauche ich auch nicht. Brauche ich ein paar Artefakte nicht. Das hätte ich gern. Ja, behalte ich. Behalte ich. Behalte ich. Behalte ich. Das auch. Das auch. Von davon habe ich 2. Das heißt, eins davon kann weg. Allerdings möchte ich mir das auch bewahren, bis ich etwas freundlicher mit ihnen bin und die mir die besseren Preise dafür anbieten. So, weg damit. Ja, ich habe mich dazu entschieden, ich benutze doch den Kampfanzug, den ich einfach nur auf Anomalien trimme. Damit habe ich dann zwar nur 2, sag mal schnell. 2 Artefaktbehälter, aber das soll in Ordnung sein. Dann switche ich die halt so ein bisschen aus. Oh.
Auch hier haben sie die Türme weggenommen. Wieso? Das sieht doch so... Das sieht doch lächerlich aus. Ich werde den... Mit dem haben wir schon geredet, ne? Was hast du im Angebot? Mein Versteck. Wie viel soll das kosten? Was ist da drin? Nee. Verdammt, ich weiß nicht, mit wem ich reden muss, um alle Speichersticks zu bekommen. Die will ich nämlich auch noch kriegen, denn... Boah, das ist ein bisschen zu laut. Oh, hör auf, so laut zu sein. Denn, wenn wir hiermit durch sind, beginnen ja die Fraktionskriege. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Das heißt, wir werden uns erst den Wächtern anschließen, dann der Freiheit, dann den Banditen und zum Schluss, ich habe mich da... Oh. Dazu auch entschieden, mich der Stalker-Fraktion einfach komplett anzuschließen. Ich brauche den Zeva-Suit nicht und scheiß auf die Banditen. Ich glaube, mit denen werden wir im Laufe des Spiels eh noch so oder so unfreundlich, weil wir genug geskriptete Kämpfe gegen die bekommen oder irgendwie sowas. Zumindest war es bei meinem letzten Spielstand so, dass sie dann ganz plötzlich aggressiv waren. Das heißt, wir hätten jetzt eh nur die einzige Chance, mit denen ordentlich, ja, eine ordentliche Beziehung zu führen. Oder uns halt sehr freundlich mit ihnen zu stellen. Und wenn wir das nicht machen, werden sie so oder so aggressiv. Und darauf habe ich dann einfach keinen Bock. Und außerdem sind die Banditen, also komm schon. Inquisitor. Hey Bruder, wenn du eine Frage hast, schieß los. Wofür ist dieser Zoo gut? Erinnerst du dich an den alten Film mit den Riesenkakerlaken? Bevor du ein Insekt tötest, musst du es studieren. Nein? Nun, hier machen wir so etwas in der Art. Es ist besser für einen Anfänger, selbst einen blinden Hund erst in einem Käfig zu Gesicht zu bekommen, bevor er ihnen im offenen Feld begegnet. So scheißt er sich wenigstens nicht beim ersten Anblick in die Hose. Er kann sich das Tier ansehen, sein Verhalten studieren und sich auf das Ding einstellen, damit er nicht in Panik gerät, wenn es darauf ankommt. Das trifft natürlich auch auf die anderen Tiere zu. Außerdem gibt es nicht sehr viel Unterhaltung hier in der Zone. Daher bietet meine kleine Freakshow eine nette Abwechslung. Wer fängt die Tiere für dich? Früher habe ich das selbst gemacht. Mann, das war wirklich anstrengend. Ein paar Mal wäre ich dabei sogar fast draufgegangen. Später haben sich mir ein paar Männer angeschlossen, einer nach dem anderen. Es ist eine großartige und aufregende Erfahrung. Außerdem kann man wundervoll damit angeben. Stell dir vor, jemand prahlt damit herum, dass er irgendein Monster zur Strecke gebracht hat. Du kannst dann sagen, du hast das Monster zwar getötet, aber ich habe es lebend gefangen. Letztens sind einige meiner Springmäuse gestorben. Zwei Jungs haben sich freiwillig für die Jagd gemeldet, um für Ersatz zu sorgen. Sie waren mutig, aber auch so verdammt naiv. Sie haben etwas Fleisch an einer Schnur befestigt und sich der Springmaus genähert. Eigentlich alles richtig gemacht, zumindest fast alles. Einer von ihnen hat ein paar Tiere angelockt, während der andere mit seiner Waffe den Rest des Rudels in Schach gehalten hat. Irgendwann hatten sie genug Beute, aber gerade als sie zurückkehren wollten, ging das Rudel zum Angriff über. Die Jungs haben sich die Lunge aus dem Leib gerannt, bis sie die Basis erreichen konnten. Dort haben sie dann unsere Männer und das wilde Rudel gekümmert. Jeder von den jungen Helden musste erstmal eine Flasche Wodka kippen, um sich zu beruhigen. Was hast du im Angebot? Bösen Ort, wie viel soll das kosten? Was ist da drin? Keine Ahnung. Nee, das mache ich noch nicht. So, dann haben wir auch mit dem Inquisitor gesprochen. Hier ist eine Anomalie. Ist hier irgendwas? Nee. Aber wirklich lebendig sehen die jetzt nicht aus. Haben sie wahrscheinlich nicht mehr reinbekommen. Was ist das denn? Ich habe mir die Dinger gar nicht richtig angeguckt. Eine Schande eigentlich.
prahle immer damit, dass ich alles zeigen möchte und dann, das ist eine Chimäre. Und dann gucke ich mir sowas noch nicht mal richtig an. Also ganz klar, ein Blutsauger. Haben wir schon einige von erledigt. Ich komme gerade nicht hoch genug, um das zu zeigen. Aber auch wunderschön, die mussten, die Entwickler mussten nichts machen. Das ist genau die T-Pose, in der der wahrscheinlich modelliert wurde. Haben sie einfach so in der T-Pose dran gemacht und dann einfach ein, ja, so ein Stäbe durchgejagt. Und schon hat man ein Ausstellungsstück. So wurden wahrscheinlich hier alle Tiere hingemacht. Ja, ja, ja. Ansonsten würde der Schwanz vielleicht hängen, aber so wurde der modelliert. Der hier hängt, weil es einfach, weil da kein Extra dran ist. Hier haben sie noch Fell dran gemacht. Und damit sich das nicht mit dem, damit das beim Modellieren nicht stört, haben sie den Schwanz einfach so nach hinten gemacht, damit sie da unten ein paar PNGs dranhängen können von dem Fell. Sehr nett. Und sehr hässlich. Aber mir fällt auf, die haben gar keine richtige Schnauze, ne? Was war denn das? Ist das eine Mischung aus Hund und Mensch? Weil das sind ja definitiv die wilden Hunde. Das sind ja die ganzen... Ja... als Pripyat und so weiter und die ganze Umgebung evakuiert wurde nach dem Unfall, haben sie die ganzen Hunde ja eigentlich dagelassen und auch viele Tiere. Wer die Serie gesehen hat, weiß ja, dass dann auch ein großer Aufräumtrupp quasi viele von denen erschossen haben. Aber natürlich haben sie nicht alle erwischt. Und irgendwann wurden die halt hungrig. Und die Zone hat noch ihr Übriges getan. Und sie noch ein bisschen mutiert. Haben sie da ein Stück Mesh vergessen? Dammohr? Ich zeige jetzt genau drauf mit meinem... Warte, ich kann doch... Aha. Ich weiß, das soll das Ohr sein, aber für mich sieht das eher so aus, als hätten sie da ein Stück Mesh vergessen. So, Moment, dazu komme ich gleich. Hier haben wir nochmal einen Blutsauger, diesmal nicht ganz in der Standardpose. Eine andere Variation davon, zumindest von der Textur her. Hier die Wildschweine, die sieht man ja auch oft genug, auch vom Namen. Und die haben zwei Ohren? Nett. Im Buch werden die so beschrieben, dass die Schädelplatte vorne so dick ist, dass man da gar nicht mit einer Waffe durchkommt und dass man hinter das Ohr schießen muss. Gut, dass in diesem Spiel das nicht so ist und die Dinge auch mit einem, ja, mit ein paar Schüssen im Kopf so sterben. Hier nochmal posiert. Oh, er wurde gejesust. Ein Stück Fleisch. Das wissen wir ja auch schon. Das waren mal die Hausschweine oder die Bauernschweine. Und das hier, halt eine Katze, aber das ist ein Gegner, der gar nicht so im Spiel ist, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie ein Luchs mit diesen mutierten Beuteln an der Seite, aber an sich ist es wahrscheinlich nur die Variation der mutierten Hauskatze und das Pendant zu den wilden Hunden. Schade, dass sie das nicht mehr reingenommen haben. Wäre sicher auch interessant gewesen. Das wären dann wahrscheinlich keine Rudeljäger, sondern die hätten sich dann wahrscheinlich so in Büschen versteckt. Und wenn man dann zu nah rangekommen ist, dann miau und hätten einen weggefleischt. Nichts drin. Nun gut. Haben wir uns das auch angeguckt. Mensch, wir haben schon 20 Minuten in der Basis verbracht. Alter Schwede. Das Wetter wird anscheinend auch beschissener. Ja, schade. So, ach nee. Erstmal gucken, wir haben hier einen Schießstand. Die Banditen hatten das Krähenschießen. Hier kann man richtig schießen.
Wenn du nicht genügend Übung in der Zone bekommst, komm ruhig her und schieß auf ein paar Ziele. So, ja, so, Major, oh Gott, Zwerginchef, keine Ahnung. Hey Söldner, möchtest du wissen, wie gut du als Schütze bist? Wie lauten die Regeln? Du hast drei Möglichkeiten, üben, Punkte schießen oder Treffsicherheit prüfen. In allen drei Modi wählst du eine Knarre aus und hast 10 Sekunden Zeit, um dich vorzubereiten. Die Ziele erscheinen zufällig. Der Übungsmodus ist einfach. Das Ziel verschwindet nach 3 Treffern. Du musst so viele Punkte treffen wie möglich. Wie du sicher weißt, bringt das Üben kein Geld, aber auf diese Weise kannst du dein Können überprüfen. Im nächsten Modus geht es ums Punkteschießen. Jedes Ziel erscheint nur für 2 Sekunden und du musst versuchen, es zu treffen und dabei möglichst viele Punkte zu erzielen. Die Zeit ist begrenzt, also ziele nicht zu lange. Hier geht es um Geld. Wenn du die vorgegebene Punktezahl erreicht hast, bekommst du Geld von mir. Wenn nicht, bekomme ich Geld von dir. Im letzten Modus geht es um Treffsicherheit. Hier musst du bei jedem Ziel ins Schwarze treffen. Deine Aufgabe besteht darin, so viele Ziele wie möglich innerhalb einer bestimmten Zeit zu treffen. Das ist der schwierigste Modus, also verliere nicht dein ganzes Geld auf einmal. Die Wette ist dieselbe wie immer. Wenn du die vorgegebene Zahl an Zielen triffst, bekommst du Geld von mir. Wenn nicht, behalte ich deinen Wetteinsatz. Alles klar, spielen wir. Noch was, lass dein Zeug bei mir, bevor du gehst. Das Ganze muss fair sein. Außer meiner Knarre darfst du nichts verwenden. Aber keine Sorge, sobald du fertig bist, bekommst du dein Zeug wieder zurück. Wäre ja auch sonst irgendwie Munitionsverschwendung. So, ich möchte erstmal üben. Wähle die Waffe. Ah, ich nehme die Marta. Viel Glück beim Schießen. Du brauchst einige Treffer, mindestens 195. Einverstanden. So. Ich habe nur 30 Schuss. Na komm schon, noch eine weiter vorne. Ich hab die 195, oder? Fertig? Gute Runde. Und, wie ist der Endstand? Du bist jetzt bereit dazu, um Geld zu spielen. Dein Ergebnis liegt über 195. Willst du nochmal? Ja. Änderst du dich noch an die Regeln? Komm, gehen wir schießen. Ja. Machen wir das Punkteschießen. Wähl die Waffe. Ich bleib mal wieder bei der Marta. Deine Zeit ist begrenzt und die Punktzahl um die beträgt 420. Ich wette, dass du es nicht schaffst und setze 420 Rubel. Einverstanden. Hier geht es um Zeit, das heißt ordentlich schießen. Denn ich habe auch nur begrenzte Munition. Scheiße, ich muss das nutzen, wenn die weit vorne sind. So viel Zeit habe ich doch nicht mehr, also ein bisschen schneller schießen.
Ein Magazin zu lang. Aber 420 habe ich jetzt, oder? Ich habe nicht oben hingeguckt. Fertig? Gute Runde. Und wie ist der Endstand? Ich habe mich in dir getäuscht. Nimm das Geld. Du hast es dir fair verdient. Willst du nochmal? Klar. Komm, gehen wir schießen. Verstehe. Prüfen wir die Treffsicherheit. Bleiben wir bei der Martha. Deine Zeit ist begrenzt und die Anzahl der Ziele, die du mindestens treffen musst, beträgt 35. Ich wette, dass du es nicht schaffst und setze 350 Rubel. Okay. Hätte ich gleich machen sollen. So ist man genauer. Ich glaube, das wird nichts. Ist auch ein bisschen mit Glück verbunden. Also wenn ich die vorderen nicht mit einem Schuss wegkriege, ist das ja schon irgendwie nicht so doll. Der ging komplett vorbei, oder? Na komm. Fertig, gute Arbeit. Und wie ist der Endstand? Ah, 42. Sehr schön. Sehr schön. Ah, ich habe keine Zeit. So, reden wir. Wie bist du in der Zone gelandet? Ich habe einen Befehl befolgt, wie auch sonst. Ich war der Anführer eines Spezialtrupps. Nein, nicht Spätzners. Unsere Mission war... Ach, das musst du nicht wissen. Mein gesamter Trupp ging drauf, als die Zone ihre ersten Besucher mit einer netten Emission empfing. Wir waren nicht einmal in Fahrzeugen unterwegs. Wir waren mit Fallschirmen sehr tief in der Zone gelandet. Fast schon im Zentrum. Ich habe als einziger überlebt. Wie? Weiß der Teufel. Meine Zeit war wohl noch nicht gekommen. Aber eins kann ich dir verraten. Das war eine heftige Erfahrung. Anomalien und Monster, wohin das Auge reichte. Und gerade mal genug Munition, um mich selbst zu erlösen. Als ich keine Rationen mehr hatte, habe ich Dinge gegessen, da muss ich jetzt noch kotzen, wenn ich mich dran erinnere. Ich bin einen Monat lang durch die Gegend geirrt, von einem Baumstumpf zum nächsten. Irgendwann bin ich einigen Leuten begegnet. Es waren Armeetypen. Die meisten sahen sehr mitgenommen aus. Das war der Anfang der Wächter. Ja. So. Sorry, musste gerade was saufen. Und das war der Anfang der Wächter. Ist, glaube ich, trifft wirklich sehr auf die Wahrheit zu, denn der Ursprung der Wächter, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, liegt, glaube ich, darin, dass ein Armeeeinsatz in der Zone schiefgegangen ist und die Armee, also die Angehörigen, die Soldaten der Armee, die dann in der Zone quasi gestrandet waren, wurden dann zu den Wächtern. So, sag mal, stimmt es, dass ihr euch gut mit der Armee versteht? Darüber kann ich nichts sagen. Schließlich herrscht hier so etwas wie Disziplin. Unser General Krylov war auf jeden Fall ein Mann vom Militär. Ich habe einige Geschichten darüber gehört, wie die Regierung ganz am Anfang, als die Zone sich gerade gebildet hat, hier eine militärische Operation durchgeführt hat. Sie haben einen Trupp direkt ins Zentrum der Zone geschickt und ihnen den Befehl gegeben, dort mit atomaren Sprengsätzen alles in die Luft zu jagen.
Kannst du dir das vorstellen? Die Männer mussten da rein, ohne Schutz, ohne Detektoren, ohne irgendeine Ahnung davon, was sie in der Zone erwarten würde. Viele fielen wohl schon den Anomalien zum Opfer und die meisten, die diese Gefahr überlebten, gingen dann nach einer Emission drauf. Nur wenige überlebten auch das und sahen sich einem langsamen Tod ausgesetzt. General Krylov ist einer dieser wenigen Überlebenden. Ich weiß nicht, mit wem er sich gut versteht, aber eins ist klar. Seitdem die Leute vom Militär ihn und seine Kameraden in den sicheren Tod geschickt haben, hasst er sie abgrundtief. Aber er hat noch einige Verbindungen zu Spetsnaz-Männern. Dort gibt es nur echte Kerle. Manchmal kreuzen sich ihre Wege mit denen der Wächter. Das war's schon. Eine Kurzfassung extra für dich. Wer ist der Idiot in eurem Laden? Ach, vergiss den. Das ist unser Depp vom Dienst, Mitai. Ein gewisser Professor nennt ihn nichts weiter als ein vulgäres Schwein. Es gibt ja überall ein schwarzes Schaf. Und unseres ist halt Mitai. Er würde perfekt in den Zoo des Inquisitors passen. Wäre dort mit Sicherheit die Hauptattraktion. Manchmal wünschte ich mir, dass er im Maul eines Pseudohundes landet. Aber immerhin ist er ein guter Händler. Wenn der Typ mehr Zeit in der Bar verbringen würde, würde er wohl mehr auf die Fresse bekommen als in den Magen. Schlägereien führen zwar direkt ins Kittchen, aber ich denke, das würde keinen davon abhalten, Mitai das Maul zu stopfen. Gibt es etwas Interessantes zu erzählen? Klar, sehr interessant sogar. Schon mal was vom Doktor gehört? Er soll im abgelegensten Teil der Sumpfe leben. Du kennst ihn nicht? Nun, Bruder, dann will ich dir eine der ältesten Legenden der Zone erzählen. Da haben wir also den Doktor. Er kann sogar Tote auferwecken, selbst wenn sie in Stücke gehackt wurden. Keiner weiß, wie er das schafft, aber das ist eine bekannte Tatsache. Ich bin zwar bisher keinem dieser wiedererweckten Typen begegnet, aber ich kenne Leute, die sie schon gesehen haben. Kommen wir zum interessanten Teil. Es heißt, dass der Doktor einer der ersten Stalker sei. Er soll es geschafft haben, den Wunschgönner zu erreichen. Und weißt du, was er sich gewünscht hat? Dass er jedem Lebewesen helfen kann. Dieser Wunsch wurde ihm zwar erfüllt, aber er kann den Unterschied zwischen Mensch und Mutanten nicht mehr erkennen. Wenn ich, ganz klar ein Lebewesen, ein anderes Lebewesen, zum Beispiel ein Blutsauger, verschwunden würde... Was? Wenn ich ein anderes Lebewesen verwunden... Ah, okay. Wenn ich, ganz klein Lebewesen, ein anderes Lebewesen, zum Beispiel ein Blutsauger, verwunden würde, würde der Doktor ihn heilen. Und umgekehrt. Aber er ist nur sehr schwer zu finden. Meistens taucht er von selbst auf. Wenn er das tut, kommt er mit einem gezähmten Tschernobyl-Hund. Wer die beiden schon mal gesehen hat, meint, dass es ein schräger Anblick wäre. Gut, also hier wieder mehr Fiktion als Fakt. Der Doktor, wir kennen den ja schon aus Shadow of Chernobyl. Und dass er einen zahmen Pseudohund hat, haben wir ja auch in den Cutscenes gesehen. Aber dass er den Wunschgönner erreicht hat und nicht mehr den Unterschied zwischen Leben und Tod, also zwischen Mutant und Mensch erkennen kann, ist etwas, ja... Legenden verbreiten sich schnell und ist so ein bisschen wie der stille Post. Wahrscheinlich ist er einfach nur ein sehr guter Doktor und hat auch schon einigen geholfen. Und das hat sich dann irgendwie so verbreitet, dass halt diese Geschichte dabei rauskam. So, was hast du im Angebot? Ehre ist mehr wert als Geld. Nimm als Belohnung dieses Versteck. Zylinder, anonymes Grab. Wie viel soll das kosten? Was ist da eigentlich drin? Keine Ahnung. Ich glaube, er hat auch noch einen Speicherstick. Aber ich weiß es nicht genau, deshalb lasse ich das mal lieber.